Jo Leute, herzlich willkommen zurück im Kampf gegen die übermächtigen Herzlosen. Oh, the fuck, geht weiter. Und ich glaube, dass ich verliere. Ich glaube, dass ich abkacken werde. Glaube ich ganz ehrlich. Okay. Yeah, einer schon mal down. So war es also nur noch einer. What the fuck? Meine Magie ist wieder da. Und das war der Gnadenstoß. Oh! Das war der Gnadenstoß. Gut gekämpft, Ping. Du warst großartig. Yeah. Okay, so schwer war es dann doch nicht. Habe ich wirklich Profi eingestellt? Ich wage es langsam zu bezweifeln. Alles in Ordnung? Ja, dank Ping. Na los, schnell dem Hauptmann Bericht erstatten. Jawohl. Aber Shan Yu war nicht da. Ich bitte euch, wen interessiert der olle Hunne? Wir erzählen dem Hauptmann, wie tausende Herzlose die Höhle gestürmt haben, die Ping dann beinahe alle fertig gemacht hat. Ganz genau. Das erzählen wir ihm. Ansonsten gibt es in dieser Höhle eigentlich nichts zu finden. Nur irgendwelche komischen Altare. Aber ansonsten auch nichts. So. Das war, ja, eine etwas behinderte Stelle. Also ich mag sie nicht. Aber trotzdem habe ich sie doch ganz passabel hinbekommen. Muss ich doch ganz ehrlich sagen. Na, na, na. Was mich ein bisschen nervt an den Aufnahmen ist, wie gesagt, der Sound und, ja, Hypercam hat halt nicht die beste Qualität und deswegen ist das ein bisschen unübersichtlich auch manchmal. Gerade bei so vielen Gegnermengen. Oh, was denn hier passiert? Ach du Schreck. Langsam, Hauptmann. Ist bloß ein Kratzer. Das sagen sie alle. Hauptmann, der Feind. Wohin ist er? Sie sind rauf zum Gipfel. Wir halten sie auf. Irgendwie ist es ja unsere Schuld. Ja. Du meinst wohl meine. Aber dein... Shan Yu und die Herzlosen haben das getan, nicht wir. Wir kümmern uns um die Bösewichte, ihr findet die Dorfbewohner, Hauptmann. Gehen wir. Ja. Er hat das Dorf dem Erdboden gleich gemacht. Aber ich glaube, jetzt gibt es einige Kisten hier zu finden, oder? Oh, der Laden ist weg. Oh, wie konnte er das nur tun? Also, ich bin der Meinung, hier gibt es jetzt einige Sachen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich gucke mich einfach mal ganz schnell um. Na, 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 na. Haben wir hier was? Der Dicke ist da nur. Da ist auch nichts. Na gut, ich habe mich wohl... Ach ne, da ist der Laden. Okay, ich habe mich wohl geirrt. Hier gibt es wohl doch nichts. Na gut. Okay, der Hauptmann steht wieder, also kann er gar nicht so schlimm verletzt sein. Speichern werde ich jetzt nicht. Ich werde mich direkt auf den Weg zum Gipfel machen, ohne auch mit irgendjemandem hier zu labern. Das sowieso nur sinnloses Gelaber ist. Oh no, es Gegner. Oh, was für scheiß Gegner aber. Na, komm her. Hallo? Na komm her, du komische Propellerviecher. Das ist eine ganz tolle Sache hier. Yeah! Man kann in diesem Wirbelsturm, ja, reiten, könnte man sagen. Und dann die Gegner einsammeln und, yeah, alle auf einen Punkt fixieren und dann, alle auf einmal angreifen. Das ist so der Sinn dieser Sache. Na komm her.
Oh, ich hasse diese Viecher. Oh, nose. Mein Gott, komm her. Ah, oh, ich hasse es, wenn ich die Gegner nie sehe. Da haben wir noch ein Abilitamin. Oh nein, eine Heilungskugel. Ganz wichtig. Yeah, und auf zum Gipfel, würde ich sagen. Yeah, da sind wir. Da steht er ja auch schon, der Hund. Naja, da schickt er uns ja eine ganz schöne Meute auf den Hals. Jetzt langsam, jetzt verlangsamt sich das Spiel wieder, also. Ja, und ich muss alleine gegen diese ganze Schar kämpfen. Ganz recht. Jetzt verlangsamt sich das Spiel wieder. Wenn zu viel los ist, dann verlangsamt es sich, aber was soll ich machen? Besiege alle Herzlosen. Ja. Versuche es zumindest. So, das Gute an diesen Gegnern ist, man kann sie wieder mit Situationskommandos niederballern. Sofern vorhanden. Jetzt, der Schwertstrudel. Da kann man mehrere Gegner auf einmal niedermachen. Und der Blitzkonter, das ist von diesem Großen, das ist auch so ein Special-Kommando. Yeah. Bam, bam, nimm das hier. Schwertstrudel. Ja, super, hat ja gar niemanden getroffen. Also mir ist es eigentlich egal, wie viel Herzlose ich besieg. Das spielt keine Rolle. Blitzkonter. Schwertpirouette, yeah. Noch einmal der Blitzkonter. Oh no! 43 Herzlos. Naja. Hätte besser sein können, aber ist egal. Hauptsache Level Up. Das ist das Wichtigste. Doch, jetzt sind alle weg auf einmal. Komischerweise. Oh. Okay, face to face, oder wie? Na, wir müssen uns ganz schnell was einfallen lassen. Moment, wir nehmen das in die Hand. Na, dann lass mal sehen. Entschuldige. Ne, war doch nicht daneben. Das war der Sinn der Sache. Ja, Hauptmann. Vorsicht! Oh, eine Mörderlawine. Wir haben es geschafft. Juhu. Danke, Bing. Oh, kein Ding. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Von nun an hast du mein Vertrauen. Danke, Hauptmann. Mann, erst benutzt sie mich als Anzünder, dann als Kanonenkugel. Ich werde Beschwerde beim Ahnenschiff einlegen. Mir reicht's. Ich halte das nicht mehr aus. Los, Mulan, lass das Theater und komm mit nach Hause, Mädchen. Wushu. Was? Oh, 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 oh. Mulan, eine Frau? Das kann nicht sein. Ping, Hauptmann. Prima.
prima, sie sind unverletzt. Ihr alle wusstet es, nicht wahr? Ja, ach nee, mach weiter. Ihr wusstet, dass Ping eine verkleidete Frau ist. Oh. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich getäuscht habt. Auf Hochverrat und Entehrung der Armee steht die Todesstrafe. What the hell? Die Todesstrafe? Das hört sich gar nicht gut an. Ja, wir wissen ja alle, Ping versucht sich ja als Junge auszugeben, also Mulan, damit sie in die kaiserliche Armee eintreten darf, wie nach dem gleichnamigen Film auch. Und jetzt ist es raus. Wir haben Shan Yu, aber wie es scheint, erstmal besiegt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt Let's Play Kingdom Hearts 2. Tschüss.